ist absolut sicher. Da kommt Gino. Hallo. Ist das nicht meine kleine Familie? Ich hoffe, ihr habt euch keine Sorgen gemacht, weil ich euch habe warten lassen. Keineswegs, Gina. Ach, was bin ich erfreut. Das hätte ich mir ja sonst nie verziehen. Meine Güte, Gina, wie siehst du denn aus? Bist du etwa in einen Hurricane geraten oder hattest du bloß ein Rendezvous mit Timmons? Weißt du was? Du könntest doch eigentlich eine neue Karriere als Komiker beginnen. Dann sollte ich bei dir in die Schule gehen. Würdest du uns bitte entschuldigen? Haley, ich... Oh mein Gott, Sissi, was haben Sie mit ihm gemacht? Gar nichts. Ich habe gar nichts getan. Sei ruhig, Liebling, ganz ruhig. Ted, ruf sofort einen Krankenwagen. Gina, holen Sie endlich seine Pillen. Sie finden sie auf dem Nachttisch neben seinem Bett. Oh, Gina, ich will die Tabletten. Ist ja gut, wir werden Hilfe holen. Sei ganz unbesorgt, es wird alles wieder gut. Aber halte durch, ganz ruhig, ganz ruhig. Oh. Ich sage dir, wenn alles überstanden ist... Liebe Güte, hat der Hausherr was Schlechtes gegessen oder ist es was Ernstes? Ja, bleiben Sie. Dr. Roberts. Was wollen Sie hier? Er ist mein Ehemann. Deswegen liegt er jetzt auch hier im Krankenhaus und wird vielleicht sterben. Wegen all dem, was Sie ihm angetan haben. Eigentlich sollten Sie an seiner Stelle sein. Mama? Du hast es doch nicht nötig, dich mit Gina zu streiten. Komm. Ja. Schön. Ignoriert mich ruhig. Behandelt. Der Zustand sehr ernst ist. Wir tun natürlich, was wir können, aber seine Reaktionen werden immer schwächer. Wollen Sie damit sagen, dass er sterben wird? Ich weiß es nicht. Oh. Wie lange wird er noch leben? Wir fürchten, dass er die Nacht nicht überstehen wird. Er möchte dich jetzt sehen, Sophia. Auch wenn es Ihnen anscheinend... Du wirst bald wieder gesund. Ich verstehe nicht. Erkläre es. Nein, nun tun Sie schon was. Ja. Können Sie ihm nicht helfen? Sofort. Machen Sie schon. Halt durch. Es kommt sofort hin. Was ist passiert? Ich bin seine Frau. Ach, Schildschan, bereiten Sie alles vor. Mann, erspar uns doch bitte deine ewigen Beteuerungen, dass du seine Frau bist, Gina. Hey, Eden. Komm jetzt, Sie tun alles, was Sie können, Eden. Glaub mir doch. Doktor, ich will ihn nicht verlieren. Können Sie nicht rausgehen, während wir arbeiten? Bitte, Mrs. Amann, lassen Sie raus. Doktor, bitte, er muss sich auf Mr. Kepler konzentrieren. Nein, ich... Und? Noch einmal. Und? Ja. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Aber wir können hier nicht bleiben. So. Bitte, Schwester. Wir bleiben bei unserem Vater. Ich verstehe Sie, aber ich fürchte, Sie müssen draußen im Wartezimmer Platz nehmen. Wir benachrichtigen Sie sofort. Schwester? Es tut mir leid. Mr. Kepler ist tot. Oh, nein. Nein. Du warst zu aufgeregt und zu nervös, aber mir geht es wieder gut, Eden. Wir müssen einfach stark sein. Wir alle müssen jetzt stark sein. Sie ist tot. Die Ärzte haben ja alles versucht. Oh Mann. Es geht schon. Es geht schon wieder. Wir müssen noch alles vorbereiten für die Beerdigung. Weißt du, Mama? Hört mal, ich denke, es ist wohl besser, wenn wir hinten rausgehen wegen der Presse.
Jemand sollte mit den Leuten reden. Das werde ich tun. Ach, Cruz, ich danke Ihnen sehr. Und wenn ich Ihr abscheuliches Gesicht noch einmal in der Nähe von dem Vater meiner Kinder sehe, dann werde ich Sie mit meinen bloßen Händen zerreißen. Sie haben kein Recht, so mit mir zu reden. Nach all dem geht es mir genau wie Ihnen. Ich habe dasselbe Recht, hier zu sein wie Sie. Er war mein Ehemann. Darum liegt er auch da drinnen, und zwar tot, weil Sie ihn getötet haben. Das ist eine Lüge, Sophia. Er wollte seine Tabletten. Was für Tabletten eigentlich? Er hat doch niemals welche genommen. Sie haben ihn mit Ihren ganzen Lügengeschichten umgebracht. Sie hätten ihm ebenso gut ein Messer ins Herz stoßen können. Nein, so war es nicht. Sie haben ihn umgebracht. Sie haben alles dazu getan, dass unsere Ehe nicht funktioniert. Sie und ich lieben uns, waren Sie es nicht, über Ihre ekelhafte Ehe im gleichen Atemzug zu reden? Sophia, bitte, ich weiß, es ist schwer, aber versuch dich zu beruhigen. Ich weiß. Entschuldigen Sie, Mrs. Kepler, ich... Ja. Ja? Ich wüsste gern, wohin wir Mr. Kepler bringen sollen. Wissen Sie, ich dachte... Mr. Kepler kommt ins Beerdigungsinstitut. Und dann werden wir ihn mitnehmen. Wir werden ihn zu Hause bestatten. Er hätte es so gewollt. Wir gehen, komm. Sie sind jetzt auf der Autobahn, Ma'am. Lach doch wohl nicht über mein Ableben. Ist da hinten alles in Ordnung? Oh ja, der Toto und ich fühlen uns sehr wohl. Du hast eine Vorstellung gegeben, die möglicherweise die beste war, die du jemals abgeliefert hast. Oh, weißt ja, du das? Denkst du, du bist fantastisch. Du hättest sehen sollen, wie ich es Gina gegeben habe. Das war nicht gespielt. Das muss ich schon verstehen. Wegen deiner grenzenlosen Trauer kann so etwas nicht vorkommen. Und war wunderbar. Ihre Augen voller Tränen und ihre Kehle ganz rau. Oh, ich wusste ja, dass ihr das schaffen würdet. Und trotzdem, als du im Krankenbett lagst und der Doktor sagte, es wäre alles vorbei, da war es gar kein Spiel mehr für mich. Ich hatte plötzlich Angst und musste an letztes Jahr denken, als du so kamst. Du weißt doch, dass ich unverwundbar bin. Ich werde ewig leben. Vielleicht sogar länger. So, wir fahren jetzt zum Beerdigungsinstitut. Und holen dort den Sarg. Und Jeffrey und Kelly werden dann wohl bald auch eintreffen. Wenn sie ins Haus kommen, feiern wir Wiedersehen. Aber wie kriegen wir sie wieder raus? Im Sarg? Ach, Cruz hat dann alles richtig gesagt. Wenn sie dann wieder in Sicherheit sind, werde ich wieder auferstehen für Gina und für Timmons. Sie haben wirklich gedacht, dass ich mit den Engeln singe. Oh ja, ich denke schon. Und Gina wäre fast dahingeschmolzen bei der ganzen Sache. Keith beschattet das Haus natürlich weiter. Aber Cruz hat noch einen Trumpf im Ärmel, sodass Kelly und Jeffrey sicher ins Haus kommen. Fahrer, wie lange fahren wir noch ungefähr? 30 Minuten werden wir noch brauchen. 30 Minuten? Tun Sie uns einen Gefallen, ja. Stören Sie uns bitte nicht. Yes, Sir. 30 Minuten. Sie sehen, hier drin? Ich bin doch tot. Ich kann tun, was ich will. Ah, ein Sarg ist eigentlich für solche Spielchen nicht geeignet. Oder siehst du das etwa anders? Oh, da stimme ich dir zu. Aber hier sind wir doch ganz lebendig.